Überraschung. Hier sind es wirklich Gerd Zigmund und Dirk Thiele. Nicht in gewohnter Umgebung, nicht in den umgebauten Hutschachteln, die Kommentatorenhäuschen sind. Wir sind auch nicht in Kusamo, das sehen Sie. Wir sind in Klingenthal, wo in einer Woche dann der Weltcup stattfindet. Kusamo, unser Sender wollte uns nicht mehr. Wir werden uns irgendwann dazu äußern, zu gegebener Zeit, jetzt nicht. Also, neues Spiel, neues Glück. Wie heißt das so schön? Wenn irgendwo eine Tür zuschlägt, geht auch wieder eine auf. Und Gerd hat eine gefunden. Genau. Und dankenswerterweise also an Avia, Deutsche Avia Mineralöl GmbH, schon länger Sponsor im Weltcup. Also haben angefangen mit Marinus Kraus, Olympiasieger geworden und sind seit 3 Jahren eben auch Sponsor im Weltcup. Unter anderem jetzt auch beim Auftakt in Kusamo, danach in Klingenthal, in Lillehammer, Willingen, in Oberstdorf. Also ein paar Stationen haben wir noch und ich habe mich mit dem Stefan Hauke, Marketingreferenten, zusammengesetzt und gesagt, Mann, was können wir denn machen? Das kann doch nicht sein, dass ihr beiden nicht mehr zu hören oder zu sehen seid. Jetzt sind wir mehr zu sehen, nicht mehr so viel zu hören, aber gut, vor 10 Tagen haben wir angefangen mit diesem Projekt und jetzt stehen wir hier in der Arena und hoffen natürlich, dass die vielen, vielen Fans das mögen, was wir machen. Ganz großes Kompliment auch an deiner Seite, das noch auf die Beine zu stellen. Und das war vielleicht sogar die Haupttriebkraft. Weiß ich, über den Daumen gepeilt, 1000 Fans haben sich im Netz geäußert. Ja, wo bleibt ihr denn? Wieso denn? Skispringen ohne euch geht gar nichts, geht alles, geht auch ohne uns. Aber wir lieben diese Sportart und deshalb haben wir jetzt nach einer Lücke gesucht, die wir vielleicht auch ausfüllen können. Wie gut das alles laufen wird mit Avia TV, das liegt ganz allein an Ihnen. Entweder Sie sagen, das brauchen wir nicht, das klicken wir nicht an. Oder Sie sagen, doch, das ist eine Anreicherung, das gefällt uns schon. Wir werden das ja nicht nur alleine machen, sondern mit Trainern, mit Aktiven. Und wie oft wir das machen, das liegt, wie gesagt, ganz an Ihnen. So etwa ist der Plan. Du hast es in aller Kürze komprimiert zusammengefasst, aber wir können vielleicht schon mal einen Blick vorausschicken. Denn wir wollen uns natürlich nächste Woche hier wieder aus der Vogtland Arena melden. Dann drüben aus dem VIP-Haus mit 2 Live-Sendungen. Ja. Am Freitagabend sehr wahrscheinlich so 20.15 Uhr, genau steht es noch nicht fest. Deshalb immer mal ein bisschen informieren auf der Facebook-Seite bei Avia Racing. Dort wird alles eingestellt, was wir geplant haben. Als Auftakt ein kleiner Talk mit Walter Hofer, dem Renndirektor. Und dann am Samstagabend nach dem Wettkampf 19 Uhr wieder live. Wir probieren das live zu machen. Dann können wir auch Fragen beantworten von den Usern, von euch. Ja. Gehen wir drauf ein und da haben wir natürlich das, 3 Hochkaräter angefragt. Das wird ein Knaller mit Werner Schuster, mit Heinz Kutin. Und mit Alex Stöckel, also die wissen dann auch schon ein bisschen mehr nach diesem Wochenende. Und da sind wir schon bei der Kurve. Es beginnt in Kusamo, eine Schanze, die alle lieben. Ja, die oben stehen lieben es, aber das ist mal ein Brett, das ist mal ein Kracher zum Auftakt. Also gestern noch ganz kurz telefoniert mit Stefan Honkara. Die waren gerade auf dem Weg mit dem polnischen Team von Olu gemütlich rüber nach Ruka, ist der Ortsteil. Ruka, wo die Schanzen steht, ungefähr 20 Kilometer weit weg von Kusamo und sagen, du, ich bin schon heilfroh, wenn ich alle meine Springer heil wieder zurückkriege. Also das wird keine Verletzung, keine Stürze. Wir haben ja dort leider auch schon böse Stürze gesehen, zurückbekommen. Und da hat schon der ein oder andere, ich mache keinen Hehl draus. Ich selber habe dort ja auch schon mal ein bisschen Stift in der Hose gehabt, oben so einen kleinen. Ne? Denn wir hatten doch eine bisschen größere Pause damals. Ich glaube, es war 96 oder 97 noch. Haben wir dort mal angefangen und der erste Sprung da oben immer wieder, Reinhard hat gesagt, so wieder raus, wieder anfangen und so weiter. Also da sind schon richtige Männer gefragt da oben. Hat man hier jemand gesagt, das ist ein Männersport, Skispringen. Also da können Sie sich gleich mal auf was gefasst machen. Ja, tritt mal den jungen Damen nicht auf die Füße. Ja, weil wir natürlich das nicht so gerne. Nein. Und war es auch nicht gemeint. Nein, es geht überhaupt ja nur um die nicht. Härte ne, und ja, die haben die ja. Damen auch. Also wie gesagt, da geht's los. Man wünscht den Aktiven und den Trainern, dass es nicht so sehr ums Eck pfeift. Mhm. Und Kusamo hat ja noch eine Besonderheit. Du wirst gleich noch was sagen zu den Eigenarten und was man gemacht hat. Aber Rückenwind ist eigentlich Mist. Ja, eigentlich. Springer. Genau. Aber habe ich dir ja beigebracht in den 14 Jahren unserer gemeinsamen Schaffenskraft. Die Springer lieben eigentlich Aufwind. Ja, aber im Ruka wäre es schon besser, wenn der Wind eigentlich gar nicht da ist. Aber wenn er da ist, dann, dass er schön von hinten weht. Denn dort hat man neue, größere Windnetze gebaut, um die Athleten noch besser zu schützen. Wenn man dann erstmal im Hang drin ist, dann ist es relativ ruhig meistens an dieser Anlage. Aber oben, da liegt natürlich der Hase im Pfeffer, wie du so schön sagst. Ne? Und da man in Kusamo oder Ruka schon mal die gelb-rote Karte gesehen hat, eher schon fast als die Veranstalter dunkelrote. Oder dunkelrote, ganz wie du willst, musste man sich befleißigen, auch ein bisschen was zu verändern.
Genau, was das die Anlaufspur zum Beispiel trifft. Wir können uns erinnern, vor ein paar Jahren hat mal ein gewisser Bernie Schödler die Kettensäge in die Hand genommen und hat mal so ein Stück vom Tisch ungefähr so einen Meter abgeschnitten, weil man nicht mehr weiter nach unten gehen konnte und es war Aufwind an der Anlage. Ja. Im letzten Jahr oder vor zwei Jahren hatte man zwar ein großes Kühlaggregat, aber wohl keine Schläuche oder kein Kühlmittel mein drin. Gott. Ist nobody's perfect. Eben ja, völlig ja, überraschend, dass ja. es auch am Polarkreis mal 5, 6 Grad plus und Regen haben kann. Da ist die Spur fast zusammengebrochen. Also hat man gesagt, Jungs, befleißigt euch, Kunsteisspur hinlegen, dasselbe System wie in Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel liegt und so weiter, um dieses eben auch auszuschließen, dass man wieder dort irgendein Problem hat. Also man hat alles gemacht, die Anlage ist glänzend präpariert, Anlaufspur passt und so weiter da, aber darf man dann auch mal einen Dank sagen an das OK in Bruka, dass man auch diese Schritte mitgegangen ist und zumindest den Rahmen gebaut hat, dass solche Sachen nicht mehr vorkommen sollen. Muss nur noch der Wind aus der richtigen Richtung kommen, aber woher soll der das nur wissen, wie er zu wehen hat? Na, schreiben Sie doch mal eine E-Mail, mein Gott, dem Wind. Mal. Ich habe das schon mal probiert hier. Mhm. Wir haben ja auch schon einige Stunden in den Kabinen zugebracht hier. Also nicht nur die Springer haben gewartet, auch wir. Auch so. Die Fans zu Hause an auch den die TV-Geräten. Fans, jawohl, und die sind eisern. So, also können wir langsam die Kurve kriegen? Langsam. Ich würde ganz schnell noch mal auf Regeländerungen eingehen können, weil das ist nicht so viel dieses Jahr. Also man hat an und für sich gar keine Änderungen, nur man hat in den Anzug ein starres Band eingenäht. Das ist ungefähr hier auf Hüftknochengröße. Und das ist also starr und soll verhindern, dass man eben den Anzug gut nach unten spannen kann. Und das wird auch oben nochmal kontrolliert alles. Ist ein bisschen tricky für die Anzugschneiderer, dass das alles passt. Aber sie hatten den ganzen Sommer über Zeit, das zu testen. Und von dem her sollte das auch funktionieren. Neuer Mann an der Ampel, Miran Tepesch, nicht mehr dabei. Der ist jetzt bei den Damen eingesetzt. Borek Sedlak, im Sommer schon hat er schon die Grand Prix geleitet. Also der wird jetzt also die Ampel bedienen und für jeden möglichen die besten Verhältnisse schaffen. Aber hoffentlich hat er nicht so viel zu tun. Ansonsten haben wir auch im Sommer schon erlebt, Michi Neumeier unterstützt Sepp Kratzer jetzt hier oben, also in Ruka, also am Start Morten Solem, auch ein ehemaliger Skispringer. Also man greift auch dort immer mehr auf ehemalige Athleten zurück. Die müssen natürlich auch die Ausbildung machen eines TDs und so weiter. Aber die kennen natürlich auch so ein paar Tricks vielleicht. Und da will man natürlich auch den Sepp unterstützen. Oben Kontrolle, unten Kontrolle, Anzug und so weiter. Es gibt ja viel zu kontrollieren. Und man hat nochmal alle Athleten vermessen. Gebrieft und vermessen. Und im Sommer, da gab, wir wollen ja keine Namen nennen, ne? Da gab es ja einen, der hat so 6 Zentimeter und 1 Zentimeter so ein bisschen verwechselt. Ja. Kann ja mal vorkommen, oder? Ja, also, ja, das hätte man, glaube ich, man munkelt, man hat es nicht nachmessen müssen. Nein, nein. Wir nennen auch keine Namen. Die 6 Zentimeter war von Schwangere. Ja so oder hat vielleicht hat er einen falschen Anzug gegriffen. Da hängen ja immer 10 so. Stück nebeneinander. Okay. Dann hat er den vom Kumpel genommen. Entschuldigung, ist passiert. Ja, so, jetzt kommen wir eigentlich zu unserer Spezialität, zu den Prognosen. Und zu den Vorausschauen. Jetzt hast du mal ein bisschen Kaffee an. Ja, Kaffee. Das Wasser aber ohne Wasser, ne? Ja, das was ist der Kaffeesatz. Ja, was ist da drin? Kaffeesatz, ne? Und was aus dem sollen wir lesen, oder wie? Ja, wir müssen da draus lesen, Dirk. Aus dem Kaffeesatz lesen. Müssen alle Teams machen. Es ist wie immer. Du findest kaum jemanden, der dir vor der Saison sagt, ach, ich bin schlecht und ich springe schlecht und das wird überhaupt nichts. Sind alle gut. Sind alle gut drauf, alle super. Und vielleicht ist das auch die richtige Taktik. Warum soll ich denn sagen, ich habe nichts drauf? Na, dann brauche ich nicht hochfahren, so ist es. Wenn ich nichts drauf habe. Also, das heißt, wie so oft wissen wir eigentlich, dass wir nichts wissen? Wir wissen natürlich eins, dass ein Peter Priots wieder sehr stark sein wird. Aber wird er denn so stark sein wie im letzten Winter? Wenn das jetzt schon eine Frage an mich war, ist ja kein anderer da heute, ne? Ja. Ich bin der Meinung, er wird den Gesamtweltcup wiederholen, aber er wird nicht so dominant sein. Ja. Da haben doch die Kollegen ein bisschen aufgeschlossen. Ja. Kommen wir vielleicht dann noch dazu, wenn wir jetzt die Teams mal so ein bisschen durchgehen. Machen wir. Wollen wir anfangen? Fangen wir an. Mit Deutschland. Also, Severin Freund, natürlich der Kapitän auf der Brücke, aber 5 Monate ausgefallen mit der Hüftoperation. Also auch ein Severin Freund, der steckt das nicht so einfach weg. Prognose, er wird gut sein, aber er wird noch nicht in Bestform sein. Kann ich nicht mit dir streiten. Dann lass es sein. Dann machen wir weiter. Andreas Wellinger.
Der allerdings hat einen super Sommer gesprungen, aus seiner Sicht. Nur leider zum Ende des Sommers, auch zu den deutschen Meisterschaften hin, war so ein bisschen eine kleine Delle. Allerdings weiß man auch nie, wie man so physisch trainiert und so weiter, was man auch noch abstimmt im Materialbereich und so weiter. Er hat auf jeden Fall die Ski gewechselt, also Skimarke gewechselt. Im Sommer ging es schon mal gut. Allerdings hat er so vielleicht ein bisschen im Hinterkopf noch seinen Sturz. Wir wissen es alle, dieser böse Crash da oben. Allerdings hat er seitdem so viele gute Sprünge gemacht. Man hat auch im letzten Jahr, gerade im letzten nach dem Sturz, versucht, die Kantung ein bisschen mehr werden zu lassen, dass er nicht so anfällig ist, gerade im ersten Drittel. Und das sollten alles Maßnahmen sein, dass er da nicht dran denkt, nur da oben sitzt du alleine. König Richard der Erste? König Richard der Erste, ja, Richard Freitag, hatte einen sehr durchwachsenen Sommer. Also vorsichtig formuliert. Ja. Also auch er hat die Skimarke gewechselt, das war eine reine Bauchentscheidung, sagte auch, die anderen waren gut. Aber manchmal, wenn es um die letzten 2-3% vielleicht geht, gerade im unten reinfliegen, will man mal was anderes ausprobieren, will man wieder ein bisschen anderes Gefühl haben, also hat er gemacht. Dann ging es im Sommer überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, ich war mal an der Schanze in Oberhof, da habe ich ihn fast selber nicht erkannt. Ja, aber das hat er auch nicht. Nee, das hat er alles in den Griff bekommen. Das hat er also jetzt in den letzten 4-6 Wochen wirklich aussortiert. Und ich bin ja nun häufiger mit ihm auch mal am Telefon und so weiter. Und er sagte, du, ich hatte ein gutes Training in Oberstdorf. Ich habe meine Ski, ich habe mein Material, ich habe meine Schuhe, meinen Anzug so eingepackt und so packe ich es wieder aus. Denn das deutsche Team hat ein bisschen andere Vorbereitung gemacht als zum Beispiel Polen, Norwegen und Österreich. Sie waren ja nämlich schon in Lillehammer zum Beispiel. Ja, das deutsche Team war mal schön in aller Ruhe in Zypern oder auf Zypern. Hat dort einen Athletikkurs gemacht. Haben die Österreicher auch jahrelang praktiziert. Ja, aber dieses Jahr nicht. Oder zumindest waren sie vielleicht eher mal dort. Ja. Und deshalb ist das deutsche Team an und für sich eigentlich quasi 2 Wochen Sprung los. Man wollte gestern noch mal trainieren, das ging nicht, weil zu viel Wind war. Und jetzt fängt man eigentlich an mit den ersten Sprüngen. Die kommen wie Kalle aus der Kiste. Mhm. So. Andreas Wank, Marinus Kraus nicht in der Mannschaft. Leider nicht. Ganz kurz. Ja, machen wir kurz. Also ja, das einen freut, das andere leid. Also Andi Wank war richtig geknickt. Also der war richtig fertig. Also er musste ja nochmal in die Ausscheidung gehen gegen seinen Freund, Zimmerkollegen Stefan Laie. Hat diese leider verloren, hat da wirklich fast eine Woche gebraucht. Und das hat ihn schon mitgenommen. Aber er sagt, ich bin Kämpfer, ich nehme das an. Ich fahre jetzt nach Lillehammer, also schöne Schneevorbereitung, mal wieder ein paar Sprünge ausprobieren. Geht dann in den Conti Cup Auftakt nach Vikersund, 3 Springen mit Marinus Kraus und vor allen Dingen kann er dort die jungen Leute auch mit ranführen und hofft natürlich auf seine Chance. Außerdem ist Wanky ein Typ, wenn du den vorne rausschmeißt, kommt er zur Hintertür wieder rein. Hat er was mit uns gemeinsam, na, oder? Sicher, na sicher. So, okay, also von David Siegel erwarten wir noch nicht so viel. Der muss Luft schnappern. Oder schnuppern, genau, der muss erstmal über diese Schanze in Ruka kommen. Und er kennt die ja gar nicht. Das ist ja noch gar nicht gesprungen dort. So, machen wir weiter. Norwegen. Ganges nicht dabei. Genau, leider nicht dabei. Kreuzband verletzt, also ist zwar schon wieder im Training, es geht ein bisschen besser, aber man weiß, man braucht ein halbes Jahr ungefähr, um wieder zurückzukehren auf die Schanzen. Aber das norwegische Team hat er im Sommer mal mit begleitet, war im Lehrgang in Stams mit als Assistenztrainer so ein bisschen, will beim Team dabei sein und so. Es gab eine Schrecksekunde in der Vorbereitung. Man war in Vikersund, also die Schanzen dort top repariert. Und gab es natürlich von Daniel André Tande, der hier übrigens im letzten Jahr gewonnen hat, das Auftaktspringen in die Saison. Ja. Aber zum Glück nichts passiert beim Radfahren oder so, würde man sagen, ein bisschen Schotterflechte im Gesicht, sollte wieder verheilt sein. Ellbogen war geprellt, aber zum Glück nichts Größeres und man fährt gut vorbereitet da hoch, ja, wie alle das sagen. Bisschen Fragezeichen vielleicht hinter Anders Fannemel. Ganz stark in Wismar gewesen, dann auch nicht so. Mein norwegisches Team hat etwas anders trainiert. Man hat viel mehr Sommer-Grand Prix weggelassen. Man wollte mehr im Heimtraining machen, bisschen mehr Ruhe im Sommer. Mal sehen. Wenn wir keine Fragezeichen hätten, hätten wir nämlich auch keine Ausrufezeichen. Hm. Ja? Und ein Fragezeichen gibt es natürlich noch im norwegischen Blätterwald. Nachtigall hört ihr Trapsen. Du meinst doch bestimmt einen Kombinierer. Mhm. Magnus Rieber, jetzt willst du meine Prognose wissen. Ja, was hast du so gehört? Du bist ja in der Szene auch so, so ein bisschen drin. Ich habe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht viel gehört. Aber ich vermute mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Herrn Rieber bei den Spezialisten sehen, weil da einfach hast du mehr Öffentlichkeit, da wird auch ein bisschen mehr Geld verdient und. Das ist mehr im Fokus als die Kombination. Hm. Mag eine private Meinung sein. Ja, aber wäre ja schlecht vorbereitet.
wenn ich dir darauf nicht und den ganzen Fans nicht eine Antwort geben könnte. Denn dann mach mal. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Ja, das kann ich dir sagen. Vorgestern mit Alex Stöckel telefoniert, habe ihn hoffentlich nicht vom letzten Familienabend abgehalten. Und sage, was ist denn da dran? Und dann sagt der Alex, ja, in Norwegen wird genauso spekuliert und so weiter. Aber ich habe keine Anfrage. Ich habe keine Anfrage von Jan Magnus Rieber, ob er vielleicht in der nationalen Gruppe in Lillehammer beim dritten Wochenende mitspringt und so weiter. Er sagt, ohne Frage, der Junge springt gut, gar keine Frage. Aber wenn, dann müsste er ja schon zumindest mal fragen. Also für ihn kein Thema. Okay. Spekulieren können die anderen, wann, wie, wo. Aber es gibt keine Aussage oder keine Anfrage. Deshalb gehen wir mal von aus, dass man erstmal nicht sehen bei den Spezialisten. Der ist noch so jung. Der ist noch so jung. Der kann bei den Kombinierern erstmal noch Klinken putzen und kann dann immer noch wechseln. So, ja. Nächstes Thema Österreich. Gregor Schlierenzauer ist in der Ramsau gesprungen. Die ersten Übungssprünge, die ersten Schneesprünge. Gut, Ding braucht Weile. Wir werden vorerst noch nicht mit ihm rechnen können, aber möglicherweise schon. Aber da gibt es ja Heilbeck und Kraft und die beiden, die werden nicht nur Klinken putzen. Die werden es richten. Erstmal müssen sie es richten und sie haben es ja im letzten Jahr vertreten, kann man nicht sagen. Es springt ja jeder für sich selber, aber sie haben die Kohlen schon aus dem Feuer geholt. Gerade Stefan Kraft und auch der Michi Heilbeck, also Saison gesprungen. Richtig gut. Und du hast noch einen auf dem Zettel, der ist Doppelmeister in Österreich geworden. Ja, Manuel Fettner. Ja. Also darf man auch mal gratulieren. Vielleicht kann er ja in seinem fortgeschrittenen Skisprungalter gegenüber Nori Kasai, natürlich auch noch ein junger Hüpfer, an die Leistung vom Sommer anknüpfen. Aber ich fürchte trotzdem, die zwei mit Stefan Kraft und Michi Heilbeck, die werden den Ton angeben in der Mannschaft der Österreicher. Ich fürchte das nicht. Ich würde das begrüßen. Aber auch da, gerade mal mit Markus Schiffner und wie sie alle heißen, wir haben ja die Startliste schon hier liegen. Also wir werden sehen. Training beginnt ja bald. Ist auch Grund da oder ist es auch Not, die Lücke zu schließen? Manuel Poppinger, dürfen wir auch mal erwähnen, auch ein Kreuzbandriss. Ja. Sehr schade für den Jungen. Ja. Also Saison auch gelaufen und wird sich das alles auch leider am Fernsehen anschauen dürfen. So, dann wären wir bei den Slowenen, darüber haben wir schon gesprochen. Peter Preutz und seine Ausnahmestellung. Robert Kranjec hat sich leider auch das Kreuzband gerissen, ist nicht dabei. Ansonsten bekannte Gesichter, Domen Preutz in der Mannschaft, Zene Preutz war im Sommer zwischenzeitlich ganz gut, aber hat es trotzdem nicht geschafft. Also eigentlich nichts Neues bei den Slowenen. Das ist richtig. Es ist noch alles oder ziemlich viel auf Peter Preutz zugeschnitten. Ja. Also auch da gab es ja eine Veränderung. Die Firma Elan ist ausgestiegen aus der Skisprungproduktion. Und da hat der Peter Slatner das Unternehmen gekauft und der hat natürlich mit Peter Preutz extrem entwickelt. Also haben da auch einige Sommer-Grand Prix ausgelassen, haben viel Zeit investiert. Man hat auch in Kran die Schanze ziemlich schnell fertig bekommen, ist keine Eisspur oben drauf, aber man hat Kunstschnee oben drauf gepackt. Auch da kommt man top vorbereitet in die Saison. Mal abwarten, ob sie vielleicht so ein bisschen was verfeinern hätten können im Bereich Abstimmung, Setup. Aber es ist schon extrem viel auf den Peter in Slowenien zugeschnitten. Und eins der Top-Nationen, die Slowenen, die nicht auf österreichische Hilfe zurückgreifen. Alles in slowenischer Hand. Von den starken Mannschaften, reiner Zufall, dass wir sie zuletzt anführen, das sind die Polen. Mhm. Die Sommerkönige, die Katzen auf den Schanzen. Maciej Kot. Und der war so stark, auch wenn die Besten mit am Start waren, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der hier im Winter untergebuttert wird. Da muss ich dir leider recht geben. Warum leider? Ja, ich würde ja immer mal ein bisschen streiten mit dir, aber das haben wir ja aufgegeben jetzt mittlerweile. Nein, das machen wir schon noch. Ja, meinst du? Doch. Okay. Das wird sich schon noch anbieten. Ja, also, das ist ein bisschen eine unbekannte Maciej Kot. Also wir hatten ja auch schon zum Beispiel mit dem Dawid Kubacki mal, einen polnischen Sommerkönig, der es im Winter bisher nie geschafft hat, sich wirklich durchzusetzen. Allerdings Faktor Stefan Honkerer. Natürlich. Bin der Meinung, gerade im Materialbereich, hat auch Werner Schuster gesagt, der Bundestrainer, das tut uns schon weh, dass der nach Polen weggeht. Weil er nimmt Know-how mit, er nimmt Schneiderei-Anzüge und so weiter, das nimmt er alles mit nach Polen. Und die Jungs, die saugen das alle auf. Man hat ein paar technische Veränderungen gemacht. Ich kann mich auch an eine Aussage erinnern von Birta Schüber zum Beispiel. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Übungen es alle gibt für Skispringen und so weiter. Also da hat er schon angesetzt. Die Frage ist eben auch da, wie sie reinstarten. In der Vergangenheit hatte man doch das Gefühl, dass sie am Anfang vielleicht nicht so ganz materialmäßig aufgestellt waren. Man hat nach dem Sommer hat man nochmal ein Trainingslager gemacht mit allen, mit A-Kader, B-Kader, C-Kader, um auch mal ein paar jungen Leute mit ranzuführen im Predazio. War dann nochmal Springen in Oberstdorf Eisspur, ist dann nochmal gegangen nach Hinzenbach auf eine kleine Anlage und ist dann nach Lillehammer gefahren, hatte dort ein sehr gutes Training
aber nicht parallel zu den Österreichern. Die waren erst letzte Woche da. Also auch da geht man sich so ein bisschen aus dem Weg. Nur, das Skispringen werden sie nicht verlernt haben. So sind wir schon fast durch. Japaner, alles das Gleiche. Kasai plus die Älteren. So wird es wahrscheinlich wiederkommen. Kasai, der sich im Sommer sehr rar gemacht hat. Aber das kennen wir ja alles. Der weiß, wovon er spricht. Außerdem war er zwischenzeitlich schon wieder in Finnland. Genau. Und die anderen älteren Herren, Simon Ammann, die beiden haben ja gerade an Ruka sehr gute Erinnerungen. Ja, ex aequo, ne? Ja. Punktgleich. Ja, auf und ganz oben. Also die ältesten Sieger, die es überhaupt gab. Ja. Ja. Zumindest zusammengerechnet. Aber Janne Ahonen ist auch wieder Mitarbeiter. Richtig, abgesehen. Aber ich glaube nicht, dass Janne Ahonen noch die Form hat, da ganz vorn mit zu mischen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, da sind wir eigentlich schon fast durch, aber du würdest gerne noch einen Namen nennen, genau, Kevin Bigner. Denn Kevin Bigner, also aus dem US-kanadischen Team, man könnte schon fast sagen, sie sind ja fast Slowenen, denn sie nutzen die ganzen Trainingsmöglichkeiten, die hervorragend sind in Planica, also in dem Schanzental, auch in Kranj und so weiter. Sie haben slowenischen Trainer mit dem Bine Nocic und Kevin Bigner habe ich jetzt mal ein Video gesehen, also von Kran, also von dem letzten Sprung, den er da gemacht hat, ist gut vorbereitet. Also den lehne ich mal weiter aus dem Fenster. Der wird diese Saison mindestens einmal unter die Top 20 springen, vielleicht sogar Top 15. Vielleicht sogar Top 10. Na klar. Ja, ja. Okay. Podest so wahrscheinlich noch nicht, aber das könnte, also sagen wir mal Top 10. Kannst mich gerne im Planitzer berichtigen, mach ob ich richtig oder falsch war. Mache ich. Stift und Zettel aufschreiben. So, dann merken wir uns. Merken wir uns. So, dann hättest du im Hinblick auf das nächste Wochenende noch was? Natürlich hätte ich noch du was. Du hast noch was in der Tasche? Habe ich noch was in der Tasche. Na, zieh's raus. Na klar, zieh mal raus. Ja. Denn du hast ja mit Alex schon gesprochen, mit Alex Ziron. Hier 8000 Karten sind schon vorverkauft. Ja. Und wer sich den Ticketpreis sparen möchte, der sollte unbedingt bei der Facebook-Seite, auf der Facebook-Seite von Avia Racing, da wo Avia TV, wo wir beide eben demnächst häufiger zu sehen sind, auftauchen, eine Frage beantworten und diese Frage dort posten und bitte auch nur dort posten, denn dann hat man den besten Überblick. Und zwar ist die Frage, der wievielte Weltcup findet hier in Klingenthal statt? Und bitte nur Skisprung-Weltcups, nicht nordische Kombinationen oder Sommer-Grand Prix. Wie viele Weltcups haben in Klingenthal hier in der Vogtland Arena stattgefunden? 5x2 Tickets, jeweils Samstag oder Sonntag. Ja, liebe Fans, das war unser erster Auftritt. Es liegt an euch, wie gesagt, wie oft Sie uns sehen können, mit Trainern, mit Aktiven etc. etc. Ist ja auch eine kleine finanzielle Frage. Aber das, wie gesagt, zum Geschmack machen und dann am nächsten Wochenende hier in Klingenthal, Gerd hat es schon angedeutet, mit 2 Live-Sendungen. Mhm. Und da mal Daumen drücken, dass wir das technisch noch hinkriegen. Arbeiten alle fieberhaft dran, aber so ganz einfach ist es nicht. Und dann habe ich es ja eingangs schon gesagt, wollen wir natürlich auch interaktiv werden. Fragen schreiben, beantworten und so weiter. Das ist heute noch nicht möglich gewesen. Aber trotzdem kommentieren, ob es gefallen hat, ob es nicht gefallen hat, welche Fragen. Wir können sie vielleicht ein bisschen aufnehmen. Immer wachsam sein. Es kann auch sein, wir gehen einfach mal spontan live und beantworten mal was. Oder wenn es irgendwas dazu zu sagen geht. Okay. Okay. Auf ein neues. Jo. Ciao.